Hallo, da hinten liegt ein Bäcker. Geht doch zu dem Bäcker. Jacob, come on, let's get you and your friend out of here. No, that's okay. You just get him back to the church safe. I gotta get back to my brothers, for they notice I'm gone. Uh-huh. Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Hey, I'm young, quick, and I got a big-ass wrench. What could go wrong? Here, next time bring more. We should probably toss one more of those things when we get a little farther up the road. Give him some more time to get clear. Okay, da scheint einer auf die schwule Bahn gekommen zu sein. Okay. So, wir sollen für Ablenkung sorgen. Machen wir. Ist hier noch irgendwo was drin? Es gibt hier noch Ressourcen. Okay. Looks like no zombies were close by. Sweet, bro. Awesome. Awesome. Jawohl. Ich habe hier keinen weiteren Wecker, um noch irgendwie... Ach, Böller. Da sind Böller. Gut. Wo soll ich denn jetzt ablenken? Da, okay. Okay. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. So, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass dein schwuler Freund nach Hause kommt. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. That ought to be enough. Don't be too fixated on the noise to pay much attention to Eli. As long as he doesn't get cocky. So, wir sollen nach Hause. Okay, kann ich... Steigst du denn ins Auto ein, wenn ich... Ja, sehr nice. I got him, Lily. We're on our way home. Thank you. Now please, smack him in the head for being an idiot. So, I haven't seen you around the church before. Ow! What was that for? You hurt your sister. Got red on you. So, unterwegs noch ein paar Zombie-Horden getötet. Gut, dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Mal gucken, was er seiner Schwester erzählen wird. How's the leg? It hurts like hell. I think I twisted my ankle or something. Nothing's broken though. With a little bed rest, I should be fine in a day or so.
Just don't expect me to be running around town dodging zombies until then. Ach, da liegt ein Stein. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich ja noch nicht mal durch den Busch fahren oder was. So. Hättest du deinen schwulen Freund ruhig mitbringen können mit seinen Brüdern? Ein paar Leute mehr würden uns hier eigentlich ganz gut tun. What were you thinking? You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not Mom. And besides, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey, have you seen Dad recently? No, the last I saw him, he was going up to the lake to look for survivors. The lake, huh? We've had to hole up. They're in a tough spot. Can you give them an escort? Alter, wen soll ich denn jetzt schon wieder eskortieren? Okay. Kann ich erst meine Taschen leer machen? Und zwar Bella weg. Mollys das weg. Das weg. Weg. So. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was macht die Krankenstation? Ich nochmal? Ach, Medikamentenlabor. Alle Vorteile einer Krankenstation plus Möglichkeiten, Stimulanzien herzustellen. Bibliothek erforderlich. Medizinische Qualitätsversorgung. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Bibliothek. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Essen ist wichtig. Ich möchte das abreißen. Okay. Die Werkstatt, die könnten wir eigentlich... entfernen. Komm. Stellen da ja eh nichts her. Den sollten wir bei Gelegenheit mal auffrischen. So, dann einmal kurz unseren Läufer eskortieren. We should go. I'm almost done. It'll only be a minute. Grab it! That wasn't the last of it. Hey.
Hallo, Ellen? Ach so. Hier ist alles safe. Muss ich jetzt echt noch nach oben? Ja, muss ich. Goddamn miracle. So, Jacob geht es besser. Das alte Farmhaus-Mission abgebrochen. Warum? Ellen ist auf dem Weg nach Hause. Attention, all civilians currently squatting in this godforsaken valley. This is the army. And since you apparently can't figure it out for yourself, we are better armed, armored, and equipped than a bunch of drunk hillbillies with hunting rifles. So don't go thinking you can force us to take you away from all of this, because we will shoot you. Mhm. So. Was sagt denn das Tagebuch? Alter. So. Himmel, halt einfach den Rand. Du bist ja nicht der Psychofritz vom Dienst. Ich will mich nicht öffnen und auch keine Gefühle mitteilen. Also zieh einfach Leine. Der Pastor zieht jeden runter. Die Aufklärung ist abgeschlossen. Das Essen haben wir gemacht. Die Zombiejagd haben wir abgeschlossen. Für die Erweiterung haben wir alles besorgt. Erledige einen Freak, haben wir gemacht. Versorgungstour mit Ellen haben wir gemacht. Ava schnarcht, ihr wisst es alle, jeder von euch würde genauso handeln. Was habt ihr gemacht? Habt ihr sie geweckt oder was? Täglicher Einfluss. Lillys Bruder ist zu Hause. Da, es gab gut Einfluss. Sounds like Doc's in some kind of trouble. Where is he at? According to the reports, he's up at the cemetery outside Spencer's Mill. Hope he's not looking for new patients up there. Jetzt, da Ed tot ist, haben wir keinen Grund, mit dem Doc zu holen? Ed ist doch schon vor ein paar Folgen gestorben. So, wir brauchen Schlafbereich haben wir, Krankenbereich haben wir, Trainingsbereich, Ausdauer für alle, nein, Kochbereich haben wir. Jetzt können wir in Lagerbereich? Da ist die Werkstatt für erforderlich, okay. Im Garten, bitte täglich Lebensmittel, wir brauchen eine Bibliothek. Wir brauchen... Vor allem brauchen wir irgendwie ein neues Zuhause. So, wollen wir mal gucken. Da müssen wir hin. Liegt ja praktisch auf dem Weg. So.
Los, spring rüber da. Haben wir noch irgendwas in der Tasche? Nein. I don't know about you, but I'm keeping a couple bullets back, just in case. I don't know. We're gonna need more construction material soon, so this place is gonna fall down rather. Wir brauchen mehr Baumaterial. Wir haben noch 13 Baumaterialien. Egal. Nein! Hä, hier war doch eben noch einer. Wo ist er? So. Alter. Was ist denn bei dem Doc los? Ja, das ist gerade wirklich nicht gut. So, warte mal. Upp. So, das ist auch erledigt. Ja, ich komm doch schon. Jesus, you going for the record? Obliged to you. Thought them things had my number for sure this time. What are you doing up here? Paying my respects. That's Magina, right over there. I'm sorry. It was a long time ago. At least it spared her from seeing all this. Hell, she'd probably handle it better than I do. She always was the smart one in the relationship. Lately, I find myself coming out here more and more regular. Talking to her sets my mind at ease. Didn't figure on them things following me this time. Anyways, appreciate the help. You find your people in need of doctoring, you give me a call. I'm picking something up. Gut. Den haben wir gerettet. Was ist denn jetzt kaputt? Ah nein, ich will da jetzt nicht so weit laufen. Was? Schließt sich Sergeant Ten an? Warum sollte ich mich ihm anschließen? Aber wir können hier... Wir suchen mal wen raus. Der... Boss. So, das ist geklärt. Hilfe für Doc. Okay. Bibliothek wird noch errichtet. Gab es sonst irgendwas Neues? Nein, gab es nicht. Ich wollte... Was wollte ich denn? Der ist müde. Wechseln zu. Zombie in Schutzweste gesichtet. Wo denn? Okay. Die können wir doch trotzdem den Kopf einhauen, oder nicht? So, du brauchst auf jeden Fall noch eine Nahkampfwaffe. Komm her, wir nehmen davon einen mit. Davon einen. Und eine Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe. Dafür nehmen wir...